Es ist tatsächlich so, dass ich das mit der alten Kamera da wahrscheinlich am besten erklären kann, wie so ein Fotoapparat funktioniert. Und nicht nur der Fotoapparat, sondern auch Filmkameras und eigentlich auch dann die modernen Kameras und auch das Ding, was da im Handy drinnen ist. Also, woraus besteht eigentlich so eine Kamera? Da vorne habe ich ein Ding drauf, das eine Linse ist. Und die Linse, da fällt das Licht durch. Und wer das immer schon von einer Lupe gesehen hat, entweder vergrößert sich das Bild oder irgendwann kommt dann der Moment, da dreht es um und da steht es auf dem Kopf. Und dann ist da noch ein sogenannter Verschluss eingebaut. Gell, man sieht jetzt, sieht man das? So ist er offen und so ist er zu. So fällt das Licht durch und so fällt keines durch. Ja, das muss ich natürlich nicht mit der Hand machen, sondern ich kann das da einstellen, dass ich zum Beispiel sage, jetzt soll das eine Sekunde lang offen bleiben. Dann muss man diesen Verschluss spannen und dann kann ich den wieder auslösen. Und jetzt war so ungefähr eine Sekunde lang offen, dass das Licht da durchfällt. Das kann man natürlich auch wesentlich kürzer machen. Das mache ich zum Beispiel da mal. Ja, das Kürzeste, was da geht, ist eine 200stel Sekunde. Ich spanne den Verschluss und Achtung. Das heißt, da hat also das Licht jetzt genau eine 200stel Sekunde Zeit gehabt, da durchzufallen. Aber wo fällt es dann hin? So, ich glaube, so gehört er wieder drauf. Passt, eingespannt. Ich kann bei der Kamera da hinten aufmachen. Und dann sehe ich da, wenn ich das da vorne jetzt so eingestellt habe, dass auf einen Knopfdruck hin der Verschluss offen bleibt, dann kann ich da hinten durchschauen und sehe jetzt auf einer sogenannten Mattscheibe. Die müsste eigentlich auch da rauskriegen. Da, das ist also eine Glasscheibe. Da sehe ich also, was die Kamera da sieht. Das heißt, es geht das Licht da vorne rein. Das hat einen bestimmten Abstand und dann dreht sich das Bild da hinten um. Und da gibt es halt dann so Effekte, je näher ich zu einem Objekt zubekomme, desto größer muss der Abstand da werden. Und das kann man da bei der Kamera dadurch erreichen, dass man das vordere Teil da verschiebt. Schauen wir mal, ob ich noch weiß, wie das geht. Also je weiter das nach vorn rauskommt, desto näher kann ich zu einem Objekt zugehen. Und so stelle ich halt ein, dass das Bild da hinten drauf scharf ist. Wenn die Entfernung nicht passt, dann ist es halt unscharf. So. Man kann sich unschwer vorstellen, das ist unpraktisch. Aber es bleibt dann da nichts anderes übrig bei so einer alten Kamera. Man muss die auf ein Stativ stellen. Man stellt das alles ein, man schaut da hinten durch, ist das wohl alles scharf? Und wenn das dann scharf ist, dann kann man diesen Lichtschacht wieder abbauen. Dann kann man da diesen Lichtschacht wegtun. Den braucht man da nicht mehr. Und dann hat es damals Folgendes gegeben. Solche Dinger, die hat man. Na. Die hat man so rausgezogen und in einer Dunkelkammer, wo überhaupt kein Licht war, hat man dann da einen Film hineingesteckt.
ein einziges Bild, das war dann so groß. Das war natürlich lichtempfindlich. Und dass dem nichts passiert, hat man da den Schutz da davor dran. Dann kann man das da in die Kamera einsetzen. Passt. Dann hat man da vorne wieder zumachen müssen, umstellen. Dann hat man schätzen müssen, was ist denn da jetzt für eine Belichtung. Hat dann da die Zeit eingestellt. Und dann gibt es da noch die Möglichkeit, das muss ich jetzt auch gleich noch zeigen, da gibt es die Möglichkeit, nämlich da vorne, ja, wenn ich das aufmache, ich hoffe, man sieht das jetzt, da vorne die Öffnung auf- und zu machen. Und je nachdem fällt halt viel oder wenig Licht hinein. Und so hat man das dann halt ein bisschen steuern können. Unter anderem, ob man jetzt in der Sonne fotografiert oder bei einem bewölkten Himmel. So, dann hat man das da wieder umgestellt, Verschluss zu, Zeit eingestellt, die Blende, sagt man, auch eingestellt, die Entfernung eingestellt. Dann war die Kamera also ausgerichtet und dann haben sicher, dann hat man, boah, das geht bei der alten Kamera ein bisschen schwer, ja. Dann hat man da das raus da. Jetzt ist da hinten nur mehr der lichtempfindliche Film drinnen. Dann hat man den Verschluss aufgezogen. Und dann war der Moment, wo man gesagt hat, bitte lächeln. Und damit war das Foto gemacht. Und wenn man dann vergessen hat, das da wieder reinzustecken, dann war das Bild kaputt. Wie hat man denn da seinerzeit also noch fotografieren können? Weil das war die eine Variante, die Kamera auf ein Stativ, das genau scharf stellen, genau die Belichtung einstellen, also die Zeit und die Blende und die Entfernung genau einstellen. Wenn man jetzt diese Blende da vorne zumacht, dann hat das da auch den Effekt, nicht nur, dass weniger Licht reinkommt, sondern dass auch ein größerer Bereich, der da vorne ist, schärfer ist. Man hat also durchaus sagen können, wenn ich die Blende zumache, ja, das ist du mit dem Hebel da unten. Wenn ich die Blende zumache, dann muss die Zeit natürlich ein bisschen länger sein, aber dann kann ich sagen, jetzt ist alles von 3 Meter bis unendlich scharf. Und dann haben die da damals die Möglichkeit gehabt, Kamera in die Hand nehmen, das Visier auf, und wenn man dann so durchgeschaut hat, hat man durch den Rahmen ungefähr einen Eindruck gekriegt, in welchem Bereich man da hinschaut und was da wohl auf dem Foto drauf sein wird. Und dann hat es noch eine Möglichkeit gegeben. Das ist, wenn ich es jetzt das so zeige, dieses Ding da. Das kann ich nämlich, wenn ich die Kamera hochkant verwende, auch hochkant her tun. Und wenn ich da also von oben reinschaue, dann ist da ein Spiegel und der schaut da vorne aus. Das heißt, ich kann dann da drinnen erkennen, in etwa, was da vorne drauf ist. Da darf man gar nicht so nah zugehen, sonst sieht man das nicht. Und wenn man wissen wollte, ob das Ganze wohl gerade ist, dann hat es da eine kleine Wasserwaage gegeben. Eine Luftblasen drinnen, und wenn man es gerade gehalten hat, dann war die Luftblasen da oben genau in der Mitte. Tja, so hat man damals fotografiert. Das ist ungefähr von 1920. Also gerade 100 Jahre alt. Das war es jetzt einmal fürs Erste, wo man sieht, wie man mit so einer alten Kamera fotografiert hat oder wie das funktioniert.